allerseits. Guten Morgen. Ja, heute ist echt noch ein bisschen früh, wir sind noch ein bisschen verschlafen. Du? Ja, okay. Bin ich verschlafen. Aber wir fahren gleich ins Phantasialand. Das ist für uns besonders spannend, weil Nils war noch nie da und ich habe sogar nachgeguckt, ich war seit 2013 nicht mehr da. Tja. Also ich glaube, da hat sich seitdem einiges verändert. Ja, das hat mich gespannt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin deshalb noch nicht da gewesen, weil ich als Kind nie so wirklich in den Freizeitpark gegangen bin. Meine Eltern hatten auch nie so groß das Interesse an Achterbahnen oder irgendwie sowas. Auf der Kirmes ist man vielleicht mal so ein Karussell oder sowas gefahren, aber jetzt nie so diese großen Dinger, die immer so bedrohlich aussehen. Als Kind bin ich auch als Jugendlicher nicht gefahren und deswegen war quasi der erste Freizeitparkbesuch überhaupt in meinem Leben Efteling. Was wir ja auch, das haben wir gar nicht gefilmt. Den ersten Besuch haben wir nicht gefilmt. Nee, den zweiten Besuch haben wir gefilmt. Den zweiten Besuch haben wir gefilmt. Das ist unser erstes Video gewesen. Und danach sind wir noch im Europapark gewesen, jetzt Phantasialand. Und im Toverland waren wir auch. Und im Toverland sind wir auch noch gewesen. Ja. Also wir kommen langsam auf den Geschmack. Ja, ich war tatsächlich als Kind oft im Phantasialand, aber bin trotzdem nie auf die Achterbahn gegangen. Tja, gucken wir mal, wie sich das heute entwickelt hat. So, wir sind angekommen und haben auch schon die erste Ride hinter uns gebracht. Ja. Nerven aufreiben. Ja, wir sind gerade Colorado gefahren. Also die Warteschlange, die war auch echt kurz. Wir haben jetzt 5 Minuten angestanden. Ja. Aber es war, also ich mag grundsätzlich diesen Typ Holzachterbahn nicht und deswegen war es für mich sehr... Eine Minenachterbahn. Ja, aber es ist trotzdem, das rappelt so sehr und ich komme darauf einfach nicht klar. Ja, aber gucken wir uns mal die nächste Mal. Ja. Wir machen jetzt hier die erste Pause. Wir haben uns mal wieder was vom Bäcker mitgebracht. Ja. Wir waren gerade noch im verrückten Hotel Tartuffe, wie man gesehen hat. Boah, das war, also als ich da rauskam, hatte ich erstmal total zittrige Beine irgendwie. Weil, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video letztendlich so gut erkennen kann, weil das ist leider eine unserer Schwächen, die der Kamera, dass die einfach die Lichtverhältnisse nicht so gut wiedergeben kann, dann kommen gewisse Dinge nicht so gut rüber. Aber ihr geht dann da auch durch, im Prinzip wie bei einem Walkthrough, und dann habt ihr teilweise einfach, dass sich der Boden irgendwie bewegt oder Treppen, die in die entgegengesetzte Richtung gehen und ihr müsst dann da hochlaufen. Ja, ihr habt natürlich überall Geländer, wo ihr euch festhalten könnt oder es drehen sich irgendwie Platten und ihr man könnt kann aber meist auch vorbeilaufen, wenn man Angst Man kann hat. Da auch dran vorbeilaufen, aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache eigentlich. Aber es war schon sehr, sehr intensiv teilweise. Besonders die Treppe, wo du hochgegangen bist. Ja, die war krass. Die halt immer so, ja. Wo die Stufen immer so ab, voneinander abgesetzt hoch und runter gingen. Das war total crazy. Ja, das stimmt. Aber es war lustig. So, jetzt essen wir erstmal Mahlzeit. Und dann gucken wir mal, was wir danach machen. We'll be right back.
So, wir sitzen jetzt gerade bei Cocorico in Mexiko, also nach wie vor im Phantasialand, aber im Themenbereich Mexiko, und haben uns hier Rippchen bestellt und die Isabel hat hier so Tacos genommen. Dazu trinken wir Sangria und ich einen Mojito. Die Kamera in seine Soße halten. Isa sagt gerade nicht die Kamera in die Soße halten, aber dann habe ich noch nachher was davon, dachte ich. So, dann beiß mal rein. Hier mit Garnelen und Mango. Oh. Und? Ich glaube, das heißt lecker. Sehr lecker, aber messy. Na dann, fangen wir mal an zu essen. Mittlerweile unser drittes Stativ auch noch zu schrotten, beziehungsweise es hat sich selbst geschrottet. Ja. Und nicht wundern, wir sind jetzt gerade hier unter Taron, also nicht wundern, wenn es hier ein bisschen lauter wird. Ja, ist da oben. Vielleicht hat man es gesehen. Ja. Wir wollten euch auf jeden Fall noch so ein Mittagessen bieten. Wir waren bei Cocorico in Mexiko. Ja. Und wie war das denn hier? Es war super geil, also wir hatten ja die Spare Ribs und du hattest die Tacos. Ja, 5 Tacos. Und es war super lecker, die Portionen waren nicht besonders groß. Aber die Preise für Freizeitparkverhältnisse auch relativ günstig, von daher war es vollkommen okay. Wir hatten dazu noch einen Cocktail. Wir hatten dazu noch einen Cocktail und eine Sangria und haben jetzt insgesamt 76 Euro bezahlt. Also klar, ist nicht ganz günstig, aber das Essen war lecker, hochwertig. Ja, definitiv. Ja. Jetzt gerade sind wir noch reingefahren. Ich muss persönlich sagen, ich bin kein großer Fan der Achterbahn. Also ich hatte ja heute Morgen bei Colorado schon gemosert. Aber sowas, ich kann es einfach nicht. Also ich habe da so Herzrasen und ich habe jedes Mal das Gefühl, mir springt gleich das Herz aus der Brust und ich kriege einen Herzinfarkt auf der Ride. Das geht für mich einfach nicht. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich fand Rack eigentlich ganz cool. Das Schlimmste war für mich echt der Lift hier rückwärts am Anfang, wenn man dann so da steht und weiß, okay, da geht es nicht runter. Aber die Fahrt an sich, die fand ich eigentlich echt nicht schlimm. Also ich hatte zunächst gesagt, ob der direkt dann auch nochmal wieder mal Nein gesagt. Nein, ich wollte nicht nochmal und wir werden es auch heute nicht mehr, also ich werde es heute nicht mehr fahren. Okay, das werden wir noch sehen. Naja, wir gucken jetzt mal, was wir als nächstes machen. Ja. So, wir machen jetzt hier gerade eine kleine Bötchenfahrt. Oh, nicht so schnell. Du lenkst uns hier irgendwo in die Walachei. Man muss das Boot hier irgendwie so selber lenken. Das ist gar nicht mal so unanspruchslos. Aber es ist eine schöne Aussicht hier. Oh, fuck, da kommen Enten. Ente, geh weg. Ente. Thank you.
groß. Ja. So, wir sind jetzt gerade noch River Quest zum Ende gefahren. Ja, und einen Tropfen auf meiner Brille. Wir gucken jetzt mal, ob die Isabel nass geworden ist. Vielleicht sieht man es ja auf Kamera. Ja, ja. Ein bisschen, ja. Ja, ich glaube, man sieht es. Wie man sieht, übrigens vielleicht auch ein Tipp für euch, ne? Ich habe mir hier diese Badelatschen mitgenommen und habe die noch in der Warteschlange umgezogen. Kann ich euch mega ans Herz legen. Es sieht auch nicht doof aus oder so. Ich gucke auch keiner doof an oder so, aber es ist tatsächlich ein Lebensretter, jetzt nicht mit nassen Schuhen Auto fahren zu müssen. Ja, dann gucken wir doch mal, dass wir jetzt trocken nach Hause kommen, oder? Ja, wir ziehen uns jetzt erstmal noch eine andere Hose an. Wir haben uns vorsorglich tatsächlich schon noch eine andere Hose mitgebracht. So, wir sind wieder zu Hause. Ja, genau. Wie hat's dir gefallen? Ja. Warum fahren immer Motorräder bei uns, wenn wir hier sprechen? Naja, mir hat es sehr gut gefallen. Also klar, wir sind ja nicht so die riesen Achterbahn-Fans, deshalb ist es nicht unser favorisierter Park, weil es einfach nicht so viele Rides dort gibt, die wir mögen. Ja. Aber die Rides, die wir gefahren sind, fand ich alle sehr toll. Ich fand den Park sehr, sehr schön thematisiert. Ja, der Park, der ist halt relativ klein. Ja, aber also mir hat es generell ganz gut, sehr gut gefallen. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Auch was sehr positiv anzumerken ist, ist einfach das Essen gewesen. Das Essen war super, also für den Freizeitpark definitiv das Beste, was wir da gegessen haben. Auch die Churros, die wir kurz vor Abfahrt noch gegessen haben. Ja, definitiv. Super lecker. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Also vom Essen her hat mir Essen wirklich sehr, sehr gut der gefallen. Beste Freizeitpark. Ja, definitiv. So, jetzt muss ich mal eben wechseln, sonst fällt mir der Arm ab. Wir haben ja jetzt kein Stativ mehr. Wir haben kein Stativ mehr jetzt. Naja. Ja, vielleicht nochmal ein kurzes Wort, weshalb das Video so geworden ist, wie es geworden ist. Man kann im Phantasia oder man darf im Phantasialand nicht auf den Attraktionen filmen. Ja. Deswegen konnten wir leider immer nur halt von außerhalb filmen und vielleicht so ein bisschen in den Rides. Ja, aber ist besonders, ja auch verständlich. Ja. Aber für zukünftige andere Freizeitparks, da haben wir auch unsere Actioncam. Da könnt ihr euch auf schöne Onrides freuen. Ja, definitiv. Hatten wir ja extra für sowas geholt. Nur beim Phantasialand dürfen wir es halt eben leider nicht benutzen. Aber wir können euch an dieser Stelle schon mal verraten, dass wir im November nach Disneyland Paris fahren. Wenn alles gut geht. Ja. Und da wird die Actioncam auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Ja, definitiv. Ja, jetzt wollen wir abschließend noch ein ganz kleines Wort zu den Corona-Maßnahmen im Phantasialand loswerden. Und zwar, also der Park, der hat wirklich sein Übrigstes getan, würde ich sagen. Ja. Überall Markierungen und Desinfektionsmittel. Zu den Leuten. Also an die Maskenpflicht hält sich jeder wirklich super. Definitiv, ja. An den Abstand hält sich leider keiner. Nee, also da in den Warteschlangen, da steht jeder dicht an dicht, also als hätte Corona nie existiert im Endeffekt. Und da greifen auch leider dann die Mitarbeiter nicht ein. Nee, das stimmt. Das wäre aber auch das Einzige, was ich jetzt bemängeln würde. Ja, das stimmt. Aber wir wollten es nochmal kurz erwähnen. So, dann soll es das von unserer Seite aus gewesen sein. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Und über ein Abo natürlich. Ganz genau. Und in dem Sinne war es das von uns. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.